Mit dem Solar City Car bringt Squad einen kleinen Elektroflitzer, der tatsächlich mehr kann, als man denkt. Was genau das ist, welche technischen Besonderheiten er hat und was er kosten soll, erfahrt ihr jetzt hier auf Project Drive. Ende 2023 soll das Solar-Elektrofahrzeug auf die Straße kommen. Derzeit kann es bereits vorbestellt werden. Das Start-up hinter dem Unternehmen hat seine Wurzeln im niederländischen Solar-E-Auto-Unternehmen Lightyear. Zwei ehemalige Mitarbeiter mit langjähriger Erfahrung in der Motorrad- und Automobilbranche, Robert Hövers und Chris Klock, haben sich mit Squad selbstständig gemacht. Wie diese ausführen, schließt das Squad Solar City Car die Lücke zwischen Autos und Zweirädern. Ein Stadtauto, das man schon mit 16 Jahren fahren kann. Einfach zu bedienen, zu fahren und zu parken. Kein Parkplatzproblem, keine Staus und keine Reichweitenangst mehr. Das Solarpanel auf dem Dach sorgt für eine Reichweite von bis zu 20 Kilometern an sonnigen Tagen, mit tragbaren Batterien für eine zusätzliche Reichweite von 100 Kilometern. Setzt man dies ins Verhältnis zu den Daten aus 2019, zeigt sich eine Verschlechterung der Solarreichweite. Damals war von 9000 zusätzlichen Kilometern im Jahr die Rede. Nun sind es unter idealen Voraussetzungen 7300 Kilometer. Tanken in Anführungszeichen bedeutet für den Squad, die Sonne ihre Arbeit machen zu lassen oder die tragbaren Batterien an einer normalen Steckdose aufzuladen. In diesem Sinne ist das Squad Solar City Car kein klassisches Auto, sondern versteht sich als Fahrzeug, welches in die EU-Fahrzeugklasse L6E fällt. Dennoch ist eine entsprechende Sicherheit dank des starken Überrollkäfigs gegeben. Darüber hinaus verfügt das Solar-E-Fahrzeug über 3-Punkt-Sicherheitsgurte und eine vollständige Crash-Struktur an Front und Heck. Äußerlich ist er das, was man auch erwartet, nämlich ein kleiner, minimalistischer und praktischer Flitzer, dessen Hauptbetriebsort wohl die Stadt sein wird. Was diesen Punkt unterstreicht, sind zum Beispiel die ausgestellten Räder vorne und hinten, die im Prinzip als Stoßstange dienen. Abnehmbare Türen können auch für heiße Tage sehr praktisch sein. Diese kann man optional dazu bestellen. Das Fahrzeug ist kurz genug, um vertikal in Parkplätzen zu stehen. Mehr noch ist er auch kurz genug, dass drei von seiner Sorte nebeneinander in einem herkömmlichen Parkplatz parken können. Im Innenraum präsentiert es sich zudem überraschend geräumig und bietet genug Platz für zwei große Personen plus Gepäck, sodass man sogar den zweiten Sitz umklappen kann, um das Kofferraumvolumen zu erhöhen. Allgemein gibt es einige Verstaumöglichkeiten wie Becherhalter, großzügige Abstellmöglichkeiten auf der Frontkonsole, auf die sogar ein Laptop passt, und Befestigungen für Handy- und Bluetooth-Boxen. Es scheint nämlich so, als ob kein Radio verbaut wäre, was bei diesem kleinen Flitzer aber nicht weiter stört. Was auch eher Nebensache sein wird, ist eine Klimaanlage, die aber optional bestellbar ist. Serienmäßig verbaut ist dennoch eine Heizung. Es gibt hauptsächlich zwei Varianten, L6 für zwei Personen mit einer Vmax von 45 km in der Stunde und Version L7 für vier Personen und einer Vmax von 70 km/h. Der Squad ist 2 Meter lang, 1,2 Meter breit und 1,6 Meter hoch. Zwei Elektromotoren treiben die Hinterräder mit jeweils 2 kW an, woraus sich eine Gesamtleistung von 4 kW oder 5,5 PS ergibt. Vier herausnehmbare Batterien, die jeweils 1,6 Kilowattstunden und insgesamt 6,4 Kilowattstunden innehalten, ermöglichen eine Reichweite von bis zu 100 Kilometer. On top kommen da noch die vorher erwähnten 20 Kilometer am Tag durch die Solarpaneele auf dem Dach. Aufgeladen wird der Squad offensichtlich durch Solar und die Batterien mit 220 Volt. Die Höchstgeschwindigkeit ist 45 km/h in der L6-Version und 70 km/h in der L7-Version, wie schon erwähnt. Der Wendekreis beträgt 6 Meter und das Kofferraumvolumen wird mit 168 Litern oder mit umgeklappten Sitzen 243 Litern angegeben. 3 Jahre ist es her, dass das erste Konzept des Squad Solar City Car das Licht der Welt erblickt hat. Bereits damals kam es als zweisitziges, kompaktes Stadtfahrzeug daher, das sich mit Solarenergie auflädt. Damals war die Rede von einem Einstandspreis von 5.750 Euro, dieser ist mittlerweile auf 6.250 Euro ohne Mehrwertsteuer gestiegen. Wie man es bereits vom Sion von Sono Motors kennt, wolle auch Squad sein E-Fahrzeug für die Masse zur Verfügung stellen. Der Squad ist für Sharing-Plattformen optimiert. Er ist so konstruiert, dass er der Abnutzung durch intensive Nutzung standhält. Der kleine Zweisitzer ist leicht zu erreichen, zu bedienen und zu parken. Des Weiteren wurde darauf geachtet, dass sowohl das Innere als auch das Äußere des Fahrzeugs leicht zu reinigen sind und kaputte Teile einfach zu ersetzen. Eine zusätzliche Option ist die Squad-Batteriewand zum schnellen Wechseln und Laden der Batterien. Und das war's schon von dem Squad Solar City Car. Wie gefällt er euch und wäre der etwas für euch? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.